Hallo Fans und Freunde der Vienna, heute wieder mal auf der hohen Warte, aber heute gibt es ein, ja, nicht nur ganz besonderes Match, sondern ganz besondere Matches. Das vom Rule organisierte Weitraus Kleinfeldturnier gibt es heute hier auf der hohen Warte, ja, mit viel Grillerei, Spielspaß, Spannung für die ganze Familie. Bin schon sehr, sehr gespannt. Letztes Jahr war es sehr, sehr heiß, heute geht so, es regnet und ganz fit bin ich leider Gottes auch nicht, habe eine nette Verkühlung aufgezogen, aber naja. Gleichzeitig gibt es auch noch das Ausmalen der Vienna Supporters für das Stadion, also ja, reichlich zu tun diesen Sommer, ist ja auch ein blau-geller Sommer, es ist der 125. Geburtstag unserer Vienna und da gibt es einige Aktionen und Besonderheiten auf der hohen Warte bei unserem blau-gelben Lieblingsverein. Also meine Lieben, kommt mit und schaut euch das an, Kammern Vienna. Ja, wie ihr seht, liebe Vienna Fans, ist das Ausmalen voll im Gange. Man sieht so richtig die Motivation. Ja, Wände sind schon bereit und ich hoffe, es kommt auch Schönes drauf. So, liebe Vienna Fans, jetzt wird's ernst. Hier wird das schon das neue Logo drauf projiziert und dann abgemalt und dann ausgemalt und ja, wird sehr lässig werden. Das ist eines meiner Lieblingslogos von der Vienna. Wirklich sehr, sehr lässig. Ich finde das echt schön und ja, Hut ab und Dankeschön an die Vienna Supporters, die hier wirklich so viel Mühe machen, hier das Stadion wirklich so schön herzurichten. Kommen natürlich 4 Logos, ich werde es euch dann eh später auch zeigen und ja, wird unser Stadion wirklich ganz, ganz toll präsentieren. Ja, liebe Vienna-Fans, Stimmung ist gut, Bier auch. Wetter leider Gottes ein bisschen durchwachsen, aber wird hoffentlich besser. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Liebe Vienna Fans, das Turnier, das Kleinfeldturnier, das ist voll im Gange und ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend und aufregend hier. Ja, ich schaue mal dann zugleich zur Grillerei, weil ich ein bisschen Hunger habe. Wetter ist besser geworden, es hat Gott sei Dank aufgehört zu regnen und ja, ich hoffe, wir sehen noch ein spannendes Finale. Bis dahin, Kammern Vienna. Und wie jedes Jahr Grillmeister Michi. Jawohl, hier. An der Grill. Am Grill, sehr gut. Beste Würsteln. Aber wo Würsteln? Servus. Ja. Das brauche ich. Schönes, oder? Ja, liebe Vienna Fans, jetzt ist das zweite Logo schon in Arbeit und schön ausgemalt. Schaut's her. Wirklich ganz, ganz toll. 4 werden sie insgesamt. Also, bleibt dran. Also, liebe Vienna Fans, das Halbfinale ist schon voll im Gange. Leider ist das Wetter ein bisschen schlechter geworden. Es hat wieder angefangen zu regnen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich hoffe, wir sehen spannende Matches. Also, bleibt dran. So, liebe Vienna Fans, und jetzt Finale hier beim 16. Weitraus Kleinfeldturnier und ja, schon voll im Gange, wie ihr seht. Also, hoffentlich ein spannendes Match. Kammern Vienna.
So, liebe Wiener Fans, jetzt geht's gleich los. Jetzt kommt die Siegerehrung des 16. Waldhaus Kleinfeldturniers hier auf der Hohen Warte. Ein tolles Fanturnier. Danke nochmal dem Roli, der das organisiert hat. Und natürlich herzlichen Gratulation allen Gewinnern. Also, schaut euch das an. Zunächst einmal ein riesen Dankeschön an die beiden Schiedsrichter, an den Philipp und an den Patrick. Bravo! Leute, Leute, und ich will jetzt jedes Mal einen großen Applaus hören. Wir beginnen mit dem Grillmeister, das war heute der Michi. Daniel, rauskommen! Komm! Ja, ich Daniel, fürs Mithelfen! Super Daniel! Danke! Die große Schüssel! In den Sektor rein! Danke! So, wir haben noch zwei Leute, denen wir fürs Herrichten, fürs Wegräumen danken müssen im Nachhinein. Daniel! Nein. Itaka Putz! Ja? Nein, das ist einmal der Dex. Wo ist er? Für die Videos Platz 14! Dankeschön. Da müssen wir drauf sorgen. Papa weg damit! Platz 12, Walter Frosch, Gedenk! Lieber Jungs, komm her auf! Euer Applaus! Da kommt der Etzer sogar raus, das geht sich aus. Nein. Jeder schlägt mir auf. Was für Arme. Den muss ich mitnehmen an den Tisch. Kann man sich gleich vorziehen? So, meine Herrschaft, nach dem Platz 11 fluchtartig alles schon verlassen hat. Ruiz! So, sind wir bei Platz 10. Turbine Döbling! Dankeschön. Denke ich das mit dir? Wenn du. Platz 9, meine zweite Heimat, geht nach Tirol. Die Armada! Danke. Danke.
Nein, ist nicht Holland. Aber das ist nicht. Schon erledigt. So, Platz 8. Na ja, der FC Milan wird auch nicht besser. Danke, danke. Ja, wir saufen beide. Wir saufen beide. Damit der Schiri einmal was saufen darf. Geht nichts aus, bitte! Was ist denn das für ein Zeug? So, Platz Nummer 7 geht an den 21. Hieb. Ja, genau. Das ist schön. So, Platz Nummer 6 in der Saison geht an die Red Dose Red Bull Wien. Du bist. Ich glaube, die Fake wird ein Rotzig. Ich hab noch was zum Saufen. Platz Nummer 5! Ich muss sagen, wir wissen bis heute nicht, wie wir die Partie gewonnen haben. Geht an die Wolfsburg Rangers! Das hast du noch nie gesagt. Ich muss gar nicht bis auf den Kopf. Prost! So! Geht an die Bierliga! Gratuliere. Danke. Das bin ich ganz klar. Das ist gut. Sonne über den Feuerturm. Da ist ein Becher für dich. So, wenn die Kunst dann fertig sind, können wir weitermachen. Ja, genau. Platz Nummer 3 geht an die Vienna Predators. Bravo! Und den Kuss, oder? Machen wir ein Foto, oder? So, Platz Nummer 3. Ja, Fotos noch machen, Zeit lassen. Ja, sicher. Danke. Entschuldigung, macht's weiter, mach ich den Zustellen. Ja, mach's ein paar Fotos, tut's. Mach's. So. Nachdem wir die Spannung aufbauen müssen, auch wenn sie knapp im 7-Meter-Schiss verloren haben, leider nur Zweiter, die Fantasten. Gratulation! Easy, auf 1, aber es geht. Wer hat sich gerne entschieden können vor, oder? Ah, danke schön. Jawohl! Wenn man nicht rein geht, zum Arsch. Super, ist so, meine Herrschaft, bevor da jetzt alle glauben, sie können die Vokale damit nach Hause nehmen, machen wir zuerst bitte noch den Fairplay-Vokal. Wurde von den Schiris nominiert und von den Schiris mitbestimmt. Der Fairplay-Vokal geht an die Turbine Döbling. Jawohl! Ich glaube, das ist gegangen. Weil da ist halt keiner mehr da. Na ja, gut. Wenn wir nehmen ihn am Hart. Wir sind da nicht so. Das ist nicht mehr da. Wir sind Zweiter. Nein, denen geben wir das schon noch einmal. Ja. Schon. Bitte direkt beim Ralf. Also die Leute mit ein bisschen Turniererfahrung hier wissen, was es bedeutet. Leute, zuhören! Zuhören! Entschuldigung! Zuhören! Die Leute mit Turniererfahrung wissen, was es heißt, wenn man den Pokal hier mehr als einmal gewinnt.
Wenn man immer viermal gewinnt, vor allem viermal am Stück gewinnt, ist das schon was ganz Besonderes. Und da muss man auch sagen, wirklich Respekt und Ehre, wem Ehre gebührt, nicht ausladen. Muss man ganz ehrlich sagen, die haben das wirklich verdient gewonnen, war nicht übermächtig. Was? Und damit nicht übermächtig. Verdient gewonnen und nicht übermächtig. Und es gebührt ihnen nicht nur der Siegerpokal heute, sondern auch, dass der Wanderpokal ihnen gehört. Ich gratuliere ganz ehrlich und wirklich von Herzen. Juventus Wien. Bravo! Deutsche Best muss auch drauf. Aber wir sind die Vienna-Fans. Wir sind die Vienna-Fans. Number one is Deutsche Best. Number two is Deutsche Best. Number three. Ja, liebe Vienna-Fans, das war der 16. White Dogs Kleinfeld-Turnier, ein Fan-Turnier organisiert vom Hole. Danke an alle, die mitgemacht haben, danke an alle, die mitgeholfen haben, danke, die alle dabei waren, tolle Matches gemacht haben, natürlich auch danke an alle, die hier angefeuert haben und wirklich gute Stimmung, einen guten Support gemacht haben. Danke natürlich an die Supporters, die in der Zeit hier auch ausgemahlen haben, unten unter der Tribüne. Wirklich, schaut wirklich ganz, ganz toll aus. Ich hoffe, wir sehen das auch recht bald fertig und feiern hier ordentliche und ja, hoffentlich auch erfolgreiche Fußballfeste hier auf der Hohen Warte. Das ist ja auch wirklich eine ganz, ganz tolle Kulisse und ja, dessen sollten wir uns immer bewusst werden, dessen sollten wir uns immer bewusst sein, wie schön es hier ist, hier im Döbling, hier auf diesem wunderbaren Platz auf der Hohen Warte genießen wir jedes Match und ja, natürlich feuern wir auch jedes Mal unsere Kampfmannschaft an, ob es jetzt die Damenmannschaft ist oder natürlich auch die Herrenmannschaft. Feiern wir spätestens am 22. August und dann später auch am 24. August hier tolle Fußballfeste zu Ehren unseres Vereins, unserer blau-gelben Vienna. 125 Jahre, das ist was Besonderes. Das gibt es in Österreich nur einmal und zwar natürlich hier beim First Vienna Football Club 1894. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Abonniert den Kanal, Glocke drücken nicht vergessen, empfehlt mich weiter, schaut auf den anderen Kanälen vorbei und bis zum nächsten Vlog hier auf Come on Vienna. Also, bis bald und stay tuned.